So, wir sind wieder zurück mit Assassin's Creed Black Flag und schauen wir mal, was uns jetzt so, ja, widerfahren ist. Lass mal die komische Stange hier rausholen. Wir scheinen wohl in einem Schiff gefangen zu sein, würde ich sagen. Und sollen jetzt Wachen von hinter einer Ecke töten. Edwards Ausrüstung erreichen. Und wie ist dein Plan, Kumpel? Eine Waffe finden und ein Schiff stehlen. Que Dios nos ayude. No me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca. Parece que se está desviando al oeste, hacia el Golfo. Quizá estemos a salvo. Das war Nummer 1. Wir nehmen mal seine Munition an Bord. Wir haben ja nichts mehr. Der Schwert hat uns abgenommen. Kann ich die Waffe vernehmen jetzt? Ja. Schön. So, da sind natürlich jetzt noch mehr Wachen. Insgesamt haben... Oh, warte mal. Das war jetzt gerade nehmen wir den zweiten direkt mit. Und der greift sich den. Super. Fehlen jetzt noch zwei. Deswegen auch drei. Komm her. Meiner. Und der holt sich den letzten und dann hätten wir es erstmal hier. Sicher. Gut. Jetzt müssen wir gucken, dass wir unsere Ausrüstung finden. Die hier nämlich liegt. Wir stehlen eine Brücke. Nimm, was du brauchst. Eine Minute. Warum soll ich einfach, was brauche ich? Nimm einfach alles. Gut, vielleicht höhere Gewicht oder so. Es sind viele Gefangene auf den Schiffen. Befreie sie und sie segeln mit uns, keine Frage. Machen wir das doch. Versuchen wir es zumindest. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir haben ja... Wie haben wir denn insgesamt? Das ist also das ist der Plan? Wir befreien Männer und suchen ein schnelles Schiff für die Flucht? Da ist ein Blick in der Flotte. Ich mach mich auf den Weg. So. Oh, ein spanisches Schiff. Nehmen uns. Oder zwei. Also gut, wir sind, glaube ich, bei den Spaniern, ne? Wir werden mal schauen, wie weit wir uns durcharbeiten können. Guck mal gerade, wie weit da. Ich muss mal kurz einen Überblick verschaffen hier. Sind. Wie viel haben wir denn insgesamt? 1, 2, 3, 6, wenn ich es richtig... 6, 7, 8, 9, wenn ich richtig sehe, sind es 10. Das Problem, da komme ich jetzt leider nicht hin, solange der hier immer noch auf mich vor allem in meine Richtung guckt. Nicht beabsichtigt. Oh, die Jungs sind natürlich ein bisschen... Die Jungs sind natürlich ein bisschen alarmiert jetzt gerade. Ja, rein theoretisch müsste ich mich da reinarbeiten, aber ich weiß nicht, ob ich ein optionales Ziel habe, weil ich mal nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Aber wie gesagt, wir kriegen schon irgendwie hin. Ah.
War jetzt eigentlich nicht beabsichtigt, so, aber egal. So. Ja, gut, okay. Und hoch mit der! Dann holen wir zu den Typen da oben. Dann müsste es sogar schon durch sein. So. Und runter mit euch! Ja, ein paar Feinde haben wir noch, aber. Die Sache hat einen Haken. Du musst mit mir segeln. Dafür folge ich dir in die Hölle, Mann. Da, haben wir es doch. 9 von 18. Gut, das ist wahrscheinlich nicht das einzige Schiff. Wir werden wahrscheinlich hier noch ein bisschen aufräumen müssen auf dem auf den Nachbarschiffen. Moine! Ich bin da am Start. Erstmal den Captain platt machen. Hoppala. Ich weiß, das habe ich jetzt gedacht. Gott sei Dank. So, jetzt machen wir gerade mal einen kleinen Moment, damit wir kurz uns laden können. Und es dann definitiv auch weitergeht. Ich gucke jetzt noch ein bisschen plündere, weil wir werden die Schiffe jetzt auseinander. Wir werden ein bisschen mehr mitnehmen wahrscheinlich. Was, nee, 18 dürfen wir nur. Okay, schau mal. Kugeln voll. Ich brauche selten die Kugeln. Dann machen wir es mal so. Ich bräuchte mal eher mehr. Rauchbomben. Wir nehmen halt erstmal die Jungs hier mit. Aber ich glaube, das sind insgesamt 18. Leute, wenn wir heute ertrinken, dann sicher nicht hier. Ich glaube, wir müssen sowieso auf die anderen Schiffe. Sieht nämlich so aus, ja. Naja, kriegen wir schon hin. So, dann machen wir jetzt mal einen Abflug hier auf dieses Schiff hier. Ihr seid nur zu viert? Preparaos para partir. Casi tenemos encima la tormenta. ¿Y qué pasa con los prisioneros? ¡Que se ahogan! ¡Estás muerto! ¡Oy! So. Befreie eure Leute, ne? Ich bin da mal wieder weg, gleich. Da ist eine Brick in der Nähe, die nur auf uns wartet. So. Gut, dann holen wir uns das letzte Schiff, machen uns mal ganz auffällig von der von Bord. Okay. Während die Jungs noch gar nichts mehr auf die Reihe bekommen und nichts gecheckt haben. Ey, wurscht. Oh, weg mit dir. So. Guck mal, Anony, wir verpissen uns mal kurz unter Deck. Wobei die uns, glaube ich, jetzt gleich sowieso folgen werden. Oder? Ja. Ich mache eh mal.
So, der Kollege nehme ich Versorger mit. Gute Nacht. Und jetzt hole ich mir deine eure Gefangenen. So, und die euch hole ich mal ganz kurz eben ohne Probleme. Und dann hole ich mir die letzten Gefangenen und dann haben wir es auch schon geschafft. So, alle Gefangenen. Ja, 23 Piraten befreien und Wachen von hinter einer Ecke töten haben wir doch geschafft. So, jetzt müssen wir noch das Deck erreichen. Warum auch immer der jetzt gerade nicht da hochgeht, sondern drumrum. Aber gut, wie auch immer. So, die fischen sich jetzt die letzten Gefangenen. Wir holen jetzt den letzten jetzt noch. Und dann ist es durch. Der ist oben, ne? Boah, Alter, aber es hat. Egal, es hat schon gepasst. So, jetzt holen wir uns kurz mal den El Capitano hier von diesem Schiff und dann haben wir es auch. Kann ich nicht. Da kommt ein rauer Wind. Er hat recht. Ihr lichtet den Anker und der Rest. Ein Teil zum Forkmast, ihr geht zum Hauptmast. Wir entkommen diesem Hurricane. So, dann haben wir auf jeden Fall die Aufgabe schon mal so weit geschafft. Ich weiß gar nicht, wie die Mission überhaupt jetzt heißt. Aber ich glaube, die wird schon zu nehmen. Auf, dass sie uns keinen Ärger machen. Keine Angst, zu langsam für das Wetter. Feuer! Ja! Ein feindliches Feuer! Was dir sinnvoll erscheint, Pan. Wir sitzen in der Klemme hier. Die wissen, was zu tun ist. Die bringen uns heim. Gegner feuern! Bereit zu feuern! Sind bereit, Sir. Feuer! Das sind keine Gegner für uns. Nein! Ja! Feuer! Achtung, Captain, sie feuert mehrere Seiten. Sind bereit, Sir. Wir haben getroffen, Sir! Feuer! Hör sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Ich gehe nach vorne! Wir verkraften keine Ärger mehr! Feuer! Gegner feuert! Feindliches Feuer! Feuer! Verdammt, verdammt! Vorsicht, Captain! Scheiße! Die haben natürlich die anderen noch auf uns geschossen. Wir waren natürlich nicht alleine. Auf, dass sie uns keinen Ärger machen. Keine Angst, zu langsam für das Wetter. Mach noch dein Zeichen, Captain. Feuer! Ja, warte mal. Segel setzen! Wir hauen ab. Viel, was dir sinnvoll erscheint, Mann. Wir sitzen in der Klemme hier. Die wissen, was zu tun ist. Die bringen uns heim. Wir verpissen uns einfach immer am besten. Aus dieser Sicht. Das ist sinnvoller jetzt. Die kriegen uns nicht mehr. Wir müssen nämlich jetzt gucken, dass wir diese 2000 Meter da ankommen. Also es wird zu viel werden. Oh, das ist noch mehr, ne? Da vorne. Ich verpiss mich mal jetzt gerade hier ein bisschen in Richtung. Ja, ja, alles gut. Wow! Vorsicht, Mann! Ich sehe sie. So, Riesenwellen könnten wir ja eine Auswirkung mit dem Schiff haben. Ja, wenn Sie Ihre Vorderseite zu, um einen kleinen Schaden, keinen Schaden zu erleiden, Gesicht halt Sie, Viereck und Entdeckung zu den Schaden zu minimieren. Feuer! Vorbei! Sind die Haken fest! Feindliches Feuer! Wir bleiben jetzt gerade mal auf. Sehr schön. Wir sind jetzt gerade ein bisschen. Wir sind jetzt gerade wahrscheinlich unterwegs nach Nassau. Was, Raoul? Bitte was? Ich muss jetzt gucken, dass wir da
und fahr dieses Ding! Ich sehe nicht mal was! Alter, vordere, Dings. Wir sind gerade ein bisschen weiter weg. Die hatte gerade jetzt momentan noch keine Chance, uns zu kriegen, oder? Ne, hätte sie nicht. Wasserhose, ausweichen! Das heißt, wir machen mal ein bisschen darüber. Wir sehen, guck, dass wir in den. Dass wir die Wellen auch ein bisschen. Sieht gut aus! Kurs beibehalten, Mann! Bevor ich jetzt hier anfange, gleich die Insel abzuarbeiten, werde ich hier definitiv ein bisschen. Werde ich schauen, dass ich erstmal hier rauskomme. Dass ich halbwegs sicher irgendwo entkomme. Dass wir erstmal sicher aus dem Sturm rauskommen und entkommen. Monsterwelle von Steuerbord! Ja, wieder in die Welle rein. Schön mit der Front ran, damit da nichts passiert. Jawoll! Und noch eine Glocke hinterher. Sehr schön. Passt. So, jetzt gucken wir, dass wir hier ein bisschen raus Richtung Ziel so langsam uns bewegen. Ich glaube, wir sind mittlerweile. Oh, 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 oh. Glück gehabt. So, 500 Meter noch, dann haben wir's. Da kommt die nächste Windhose. Warte mal, der, die löst sich auf. Och, Gott sei Dank. Im richtigen Moment. Das heißt, wir sind raus aus diesem Sturm. Wir machen jetzt. Unterwegs nach Nassau. Wollen jetzt. Na, wo sind wir da? Ja, es ist nicht das so. Es ist so was anderes. Auf jeden Fall ist man nur der Flotte. Da, sicher, sicher. Wir sind sicher. Ankerfall! Boah, Gott sei Dank, ey. Gott, da haben wir dem Tod noch mal ein Schnippchen geschlagen. Ich bin Edward. Hab vielen Dank für deine Hilfe. Adewale. Warst du schon mal in Nassau, Adewale? Noch nicht. Bei Gott, sie hat gut eingesteckt, oder? Ich glaube, ich behalte sie. Die Jackdaw. Alle Mann nach Achtern! Wir nehmen die Gute mit heim. Mission beendet. Die Schatzflotte. Oh, wir haben 100% geschafft. Es war tatsächlich eine neue Mission. Cool. Gut, dann würde ich sagen, machen wir heute Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, was uns erwartet.